Sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Freunde in den Partnerstädten, cher Monsieur le Maire Bompard, chers amis d'Orange, dear Mayor Stewart in New Britain, dear friends in New Britain, caro Sindaco Massimo, cari amici Fanesi, dear Cesar Silvestre und Jorge Karl in Entre Rios, dear friends, liebe Freunde in Entre Rios, Vazeni Starosto Bureš, Milijan, Drazi, Pšetele, Ostrova, dear Mayor Henwicks in Woking, dear friends in Woking. Den heutigen Europatag nehme ich gerne zum Anlass, Sie auf das Herzlichste aus Ihrer Partnerstadt Rastatt zu grüßen. Der 9. Mai ist der Jahrestag des Gründungsakts des europäischen Einigungsprozesses vor genau 70 Jahren. Eigentlich soll dieser Tag dazu genutzt werden, Gemeinsamkeiten der Mitgliedstaaten zu feiern. Er soll auch dazu beitragen, das Wir-Gefühl zu stärken, denn nur gemeinsam werden wir den Herausforderungen dieser Welt gewachsen sein. Leider ist eine gemeinsame Feier an zentraler Stelle, beispielsweise bei uns in Rastatt, nicht möglich. Eine noch nie dagewesene, weltumspannende Pandemie verhindert dies. Das soll aber nicht heißen, dass wir nicht dennoch in Gedanken beieinander sind. Rastatt hat nicht nur Partner und Patenstädte in Europa, sondern auch Freunde in anderen Kontinenten. Aktueller denn je müssen wir uns einer globalen Herausforderung stellen, denn Covid-19 fordert uns alle und stellt uns auf eine schwere und vermutlich lang anhaltende Bewährungsprobe. Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen sind nicht abschätzbar. Liebgewordene Errungenschaften wie Reisen in aller Welt, Freizügigkeit, Umarmungen oder Zuneigungsbekundungen, all das ist erheblich eingeschränkt. All das zu Recht im Interesse des Gesundheitsschutzes, die Gesundheit unserer Bevölkerung steht an erster Stelle. In Zeiten wie diesen ist ein Zusammenhalt, ein gemeinsames Verständnis über Grenzen hinweg und vor allem zwischen uns allen wichtiger denn je. Die von den jeweiligen Staaten ergriffenen Maßnahmen zeigen erfreulicherweise erste nachhaltige Wirkungen. Die Zahl der Neuinfektionen beginnt in einigen Ländern teilweise zu sinken. Ich hoffe zutiefst und wünsche uns allen, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird, vor allem wenn wir jetzt nicht übermütig werden und zu schnelle Lockerungen beschließen und umsetzen. Liebe Freunde, unsere persönlichen Begegnungen müssen sich derzeit leider einer Zwangspause hingeben. In unseren Herzen sind und bleiben wir jedoch miteinander verbunden. Das Virus vermag, die Gesundheit der Menschen zu schädigen, aber unsere Freundschaft, unsere Solidarität kann es so schnell nichts anhaben, da bin ich mir sicher. Die Corona-Krise hält uns eines vor Augen: Wir sitzen alle im selben Boot und können die Situation nur gemeinsam meistern. Und so wünsche ich mir, dass diese Krise unseren Zusammenhalt weiter stärkt, dass Menschen sich aber über Ländergrenzen hinweg mehr schätzen lernen und dass gerade der derzeitige Verzicht den Austausch zwischen Bürgerinnen unserer Städte und Gemeinden weiter fördern wird. Wenn auch immer es uns wieder möglich sein wird, ich freue mich schon heute darauf, Sie alle wieder in Rastatt begrüßen zu können. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Familien von Herzen alles Gute und viel Kraft für die Bewältigung der Krise. Bleiben Sie gesund.